Naja, also sie hat bei weitem natürlich nicht alle überzeugt. Ganz im Gegenteil, mussten sich die zuständigen Minister gerade von der Opposition natürlich geharnischte Kritik anhören. Das war schon starker Tobak. Es war die Rede von einem außenpolitischen Desaster, von unverantwortlichem Handeln, von Handlungsunfähigkeit, vom schwärzesten Punkt ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft. Das war so der Tenor. Und bemerkenswert war auch, dass Merkel zwar reumütig auftrat, aber sie kein eigenes persönliches Verschulden einräumte, auch nicht das ihres Kabinetts. Da gab es kein solches Eingeständnis. Sie verwies vielmehr auf eine kollektive Verantwortung, dass eben alle involvierten Staaten in Afghanistan dieser Fehleinschätzung dort unterlegen wären. Sie will das jetzt alles vernünftig und intensiv aufarbeiten lassen. Also das wird vermutlich dann erst nach der Wahl passieren. Da ist sie sich auch einig mit der Opposition. Jetzt müsse alle Kraft eben darauf konzentriert werden, doch noch möglichst viele Menschen, die Schutz brauchen, aus Afghanistan herauszuholen. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer noch mal vor die Presse getreten. Tatsächlich soll es jetzt sehr schnell gehen, auch wegen der schwierigen Sicherheitslage am Flughafen von Kabul, wo wohl die Anschlagsgefahr steigt, auch aufgrund der ja immer chaotischer werdenden Situation am Flughafen. Entsprechend unübersichtlich ist es dort ja auch. Und offenbar kann für die Sicherheit der Menschen dort, aber auch der deutschen Soldaten, nicht mehr ausreichend garantiert werden. Und auch dieses Zeitfenster schließt sich eben. Deshalb soll jetzt alles beschleunigt werden. Und wahrscheinlich werden schon morgen die letzten Flüge der Luftwaffe den Flughafen Kabul dann verlassen. Und unzählige Menschen, die Schutz brauchen, bleiben dann zurück.